Neurodermitis, auch so ein Thema, das viele bewegt. Alle Hautkrankheiten haben immer mit Trennung zu tun. Ein Erlebnis, eine Kollegin hat mich angefragt, was ich denn bei Psoriasis machen könnte und ob ich etwas tun könnte. Ich habe mit ihr zwei, drei E-Mails hin und her geschrieben. Danach kam ein halbes Jahr ungefähr keine Antwort. Eines Tages war Anna wieder bei mir auf der E-Mail. Sie wollte einen Termin mit mir. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass sie auch energetisch arbeitet. Wir einigten uns auf einen Termin von circa einer Stunde, als wir das ganze Thema betrachteten. Alles, was mit Hautschuppungen zu tun hat, hat immer etwas mit Abwehr zu tun. Abwehr und Nähe. Verlassen werden, alleingelassen sein. All das sind Themen oder nicht angenommen werden, wie es bei dem Fall meiner Kollegin Anna war. Sie erzählte mir, sie hätte es schon seit vielen, vielen Jahren, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, weit über 30 Jahre mit Psoriasis in größtem Ausmaß zu tun. Nun sei sie dermaßen verzweifelt, dass sie jetzt schon in der Klinik war auf Kortisonentzug. Nichts geht mehr. Wie sich relativ schnell herausstellte, hat sie ihre geistigen Helfer abgewehrt. Eine Ahnin wollte mit ihr arbeiten und in der Ahnenlinie hat keiner diese Gabe übernommen. Abwehr, ja, dickhäutig werden. Genau das war das Thema. Wie gesagt, eine Stunde. Nach 3 Wochen erhielt ich eine E-Mail, in der sie sagte, sie sei mir noch eine Antwort schuldig. Noch nie in ihrem Leben hätte sie so eine gute Haut gehabt. Sie kann sich auf alle Fälle nicht mehr daran erinnern. Sie hätte zwar wohl auch noch eine Nahrungsumstellung gemacht, aber das hätte sie vorher auch schon öfters versucht. Sie hat eine wunderbare Haut und komischerweise, oder wie es der Zufall so will, oder wie es uns zufällt, wie es die geistige Welt uns vorbestimmt hat, haben wir uns kurz danach auf der Messe getroffen. Komischerweise, Zufall, Vorhersehung, unsere Stände waren nebeneinander und wir haben 3 wunderbare Tage uns ausgetauscht und ich durfte 3 Tage lang diese Haut betrachten, an der man wirklich nichts von den Aussagen, die sie mir zu Beginn unserer Behandlung erzählt hat, etwas feststellen. Etwas, das sich mir wunderbar gezeigt hat. Wunderbare, wunderschöne Erfahrungen. Ähnliches hatte ich mit einer Kollegin. Ihr ist das Blut aus den Handflächen gelaufen. Ich kannte die Kollegin kaum. Ne? Nachdem ich immer nur tageweis in Einsatzhäusern bin, kommt es oft vor. Eines Abends hat ein Kollege zu ihr gesagt, warst du jetzt schon beim Arzt? Nein, nein, nein. Irgendwie kamen wir dann drauf, dass ich nachgefragt habe, was denn los sei. Ich habe mir die Hände angeschaut, ich habe mit ihr kurz gesprochen, habe abgeklärt, wann denn das
akute Zeitfenster waren, weil für mich ist immer die Frage, wo ist der Ursprung des Problems? Das ist die Intention, mit der ich herangehe, an all meine Fälle. Und da hat sich gezeigt, der Fall lag bei ihr schon in der Schwangerschaft, in ihrer Schwangerschaft. Auf Nachfragen erhielt ich die Aussage, ja, die Mutter hätte Krebs gehabt zu der Zeit und der Vater sei die Treppen hinuntergefallen. Trennung. Wie dreimal Trennung. Mit dem Bewusstwerden, dass dann auch noch eine Trennung von ihrem Ehemann akut war zu dem Zeitpunkt, als wir uns trafen, war klar, woher das Ganze kommt. Wichtig war, den Ursprung zu finden. Wären wir jetzt bei der Trennung zum Mann eingestiegen, wäre die Ursprungsthematik, die Trennung zur Mutter, nicht gewesen. Und somit wäre es wie, du reißt ein Unkraut mit dem Kopf aus und die Wurzel bleibt. Sprich, Ursprung suchen. 2 Tage danach zeigt sie mir ihre Hände und sie sagt, solche Handflächen hat sie noch nie gehabt. Wunderbar rosa und zu. 2 Tage. Was kann alles geschehen? Was sind Zeitfenster, die die Medizin sagt? Und was sind Erfahrungen, die wir machen können? Ich habe sehr interessante Erfahrungen zu Zeitfenstern, was auch dies wieder mal belegt. Arbeitsspektrum, das ich biete, persönlich, per Telefon und seit neuestem per Workshop über Zoom oder Einzelberatung über Zoom an. Wer mit mir arbeiten möchte und einen Termin benötigt, ist die einfachste und schnellste Variante, sich über WhatsApp oder über meine Homepage-Seite anzufragen. Ich benötige einen Termin. Der sollte so und so lang sein. Und dann werde ich mich schnellstmöglich bei euch melden. Bitte ruft nicht auf dem Festnetz an, da ich viel unterwegs bin. Werdet ihr hier keine Antwort erhalten. Über die Termine, die sind sehr wohl über Festnetz oder über Handy möglich. Ansonsten biete ich Live-Workshops bei mir zu Hause an oder in der Zweigstelle in Kempten, da für Personen, die von weiter her kommen, einfach eine Räumlichkeit, die ein Hotel mit sich bringt und besser zugänglich ist als an unserem Ort, sinnvoller. Auch in Kempten biete ich ab und an Live-Termine an. Das könnt ihr alles auf meiner Internetseite, auf meiner Homepage und seit neuem auch über Facebook verfolgen. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte und ruhige Zeit im Lockdown und wünsche euch einen wunderschönen Sommer 2020. Bis bald, eure Helene.